Hi, ich bin Silja, euer Content-Marketing-Troll. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um die Frage, wie finde ich Bilder für mein Content-Marketing? Ja, wie ihr alle wisst, ich bin ein großer Vertreter von guten Bildern im Content-Marketing. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wo ihr gute Bilder herbekommt. Weil woher nehmen, wenn nicht stehlen? Am besten auf jeden Fall, wenn es möglich ist, eigene Bilder verwenden. Das gibt dem Ganzen eine Einzigartigkeit, ihr habt einen Wiedererkennungseffekt und ihr setzt euch einfach von euren Wettbewerbern total ab, wenn ihr eigene Bilder produziert. Das heißt, wenn es möglich ist, bitte, bitte versucht, eigene Bilder zu machen. Das ist einfach, also da seid ihr auf der Gewinnerseite. Ja, eine weitere Möglichkeit, die wahrscheinlich die meisten von uns verwenden, sind Stockfotos. Das ist auch eine gute Möglichkeit, an Bilder für dein Content-Marketing zu kommen. Allerdings solltest du da ein paar Faktoren auch beachten. Zum einen achte darauf, dass du nicht irgendwie 0815 Stockfotos verwendest, wo irgendwelche Leute dastehen und auf irgendwelchen Screens rumschieben oder in weißen Hemden in irgendeinem Team-Meeting sitzen. Also klar kann man das machen, wenn es zum Inhalt passt, aber vielleicht ein bisschen auf Natürlichkeit bei den Fotos achten und nicht die ganz arg gestellten Fotos auswählen. Das ist nur so ein Tipp am Rande. Und dann auf jeden Fall auf die Lizenz achten, also die du dir einkaufst bei den Plattformen. Denn es gibt Agenturen, bei denen du die Bilder jetzt zum Beispiel nicht für andere Plattformen wie Facebook oder so verwenden kannst. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn du Content-Marketing betreibst und deine Inhalte auch verbreiten möchtest, unter anderem eben über deine Social-Media-Kanäle. Und dann achte auch darauf, dass du die Bilder, beziehungsweise dass du eine Lizenz hast für Bilder, die du auch vielleicht kommerziell verwenden kannst und nicht nur redaktionell und die du auch bearbeiten darfst. Weil wenn du das Bild nur so einfügen kannst, die gibt es dann wahrscheinlich 100 Mal im Netz und der Wiedererkennungseffekt ist gleich null. Dann gibt es noch die kostenlosen Plattformen, die sich immer, die sehr verlockend klingen und wo man immer gerne drauf zurückgreifen wollen würde. Aber da Achtung, das ist so, auch so ein bisschen so ein Geschäftsmodell von manchen Fotografen und Juristen. Das heißt, da werden häufig mal Abmahnungen verschickt, wenn du einfach eine falsche Lizenz oder ein Bild mit einer falschen Lizenz verwendest und einfach die Angaben falsch machst. Oder selbst wenn du denkst, du bist auf der richtigen Seite, kommt dann von irgendwo ein Jurist her und schickt dir eine Abmahnung. Deswegen, das ist so eine Grauzone und eine hundertprozentige Sicherheit hast du einfach bei kostenlosen Plattformen nicht. Deswegen würde ich dir tatsächlich davon abraten. Ja, gerade bei kostenlosen Bildern solltest du wirklich auf die Lizenzen achten und zwar extrem genau. Und da gibt es die Creative Commons Lizenzen. Und da hat Martin Missfeld zum Beispiel eine Infografik erstellt, wo man sie auf einen Blick sieht und genau weiß, okay, welche Lizenz du verwenden kannst. Die CC0-Lizenz ist zum Beispiel so eine, die total darauf verzichtet eigentlich, dass man den Urheber nennt. Und die kannst du rein theoretisch einfach so verwenden, ohne einen Namen zu nennen. Aber auch das ist so eine Grauzone. Also ich würde dir davon abraten. Auf einer sicheren Seite, wie gesagt, bist du immer mit eigenen Bildern oder mit Bildern von Stockfotos. Und als Agentur achte bei Stockfotos darauf, dass du sie auch für deine Kunden verwenden darfst. Das heißt, dass du die Inhalte, in denen die Bilder sind, auch auf anderen Plattformen, das heißt deinen Kunden, veröffentlichen darfst. Generell bei der Bildersuche gilt manchmal auch so ein bisschen um die Ecke denken. Dann findet man vielleicht nochmal ein Bild, das nicht jede Agentur oder jedes Unternehmen verwendet, weil die Bilder, die natürlich in der Bildersuche bei den Stockfotos oder überall ganz oben erscheinen, die werden meistens auch verwendet. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Foto für einen Inhalt zum Thema Badeurlaub suchst, ist es vielleicht besser, nicht einfach Badeurlaub einzugeben oder Foto am Strand etc., sondern einfach ein bisschen konkreter zu suchen und schon den Suchbegriff einfach ein bisschen spezifischer zu wählen, eventuell schon den konkreten Strandnamen zu nennen oder was du dir in etwa auf dem Foto vorstellst. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr weitere Fragen und Kommentare habt, schreibt sie uns gerne und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!